Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ja, ich habe gemerkt in meinen letzten zwei Videos, dass Leute wirklich Probleme haben, manche Dinge zu verstehen. Ich bin halt ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Ich tue sehr, sehr gerne nachforschen und Dinge untersuchen und Fakten sammeln und vergleichen und analysieren. Ich bin halt ein sehr wissenschaftlicher Mensch und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute gegen Wissenschaft sind. Die denken, dass es etwas Schlimmes ist. Nein, ich glaube, Wissenschaft ist was ganz Gutes. Ja, auch wenn viele Leute, die Wissenschaftler sind, nicht an Gott glauben und ohne Gott Erfahrungen machen. Aber wenn wir wirklich gute Wissenschaftler haben, die kommen immer zu der Anschauung, dass es einen Schöpfer gibt. Ich habe hier ein Interview heute angeschaut mit einem Peter Robinson. Das Interview habe ich auf meiner Facebook-Gruppe Great Deceptions of the End Times. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch es an. Wirklich ganz toll, dieser Wissenschaftler. Ja, und zwar intelligente, was heißt Design, intelligente Entwurf, Plan, Skizze, ja, Konstruktion, Ausführung ist Design. Ja. Und es hat ein Buch geschrieben darüber. Und ja, ganz genau kam halt Überzeugung und auch viele andere Wissenschaftler, dass alles halt durch einen Schöpfer entstanden ist. Gar kein Zweifel. Und er hat noch viel mehr wunderbare Dinge gesagt, auch was ich gesagt habe. Dass dieser Schöpfer außerhalb von dieser dreidimensionalen oder vierdimensionalen, in dieser materiellen Welt sein muss. Wir sehen ja Materie, das ist Materie, was wir sehen. Und Gott ist außerhalb von dieser Materie. Und wir können das ja gar nicht für uns vorstellen. Ich sage das immer, es ist eine andere Dimension. Ja? Weil Materie ist eine Dimension, das wir jetzt sehen. Und diese Dimension ist irgendwann mal entstanden. Diese Materie. Aus was? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Ja? Und der Entstehungsbericht, den wir haben, versucht das etwas, ja, zu erklären oder zu beschreiben, was da alles passiert ist, als die Erde geformt wurde. Und sie wurde ja nicht so nur aus Materie geformt, sondern sie wurde geformt aus nichts. Nicht Materie. Und wir können das uns gar nicht vorstellen, dass außerhalb von dieser Materie, die wir anfassen, riechen, ja, können, dass da etwas existiert. Warum? Weil wir als Menschen nicht weiter denken können. Und deswegen haben auch viele noch die Vorstellung, dass es eine flache Erde gibt. Und sie sehen ganz genau in der Bibel, dass es eine flache Erde ist. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die in der Bibel viele Dinge sehen, die normalerweise gar nicht existent sind, weil sie einfach nur ein Vers herausziehen. Zum Beispiel das ganze Prinzip von diesem Antichristen, der ja gar nicht existiert. Es ist der Antichrist als ja, jemand, der Jesus Christus ablehnt. Das ist ein Antichrist. Mehrzahl, nicht ein Mann. Gar nirgends steht das in der Bibel. Und trotzdem glauben das die Leute. Ja? Und sie pochen darauf. Ja? Sie pochen darauf, dass es irgendwann mal ein Mann gibt, ein Antichrist. Es muss so sein, weil ja die Bibel das Wort Mann benutzt, der Mann der Sünde. Also muss es ein Mann sein, muss es eine Person sein, muss es ein Regierender sein. Aber die Bibel benutzt sehr viele Bilder, ja, und Symbole, um etwas zu zeigen, weil Gott nicht unbedingt will, dass
Die Ungläubigen verstehen, was die Bibel sagt. Sagt Jesus immer. Deswegen hat er in Gleichnissen geredet, weil er nicht wollte, dass Perlen vor Schweine geschmissen werden. Er wollte das nicht. Also redet er durch Symbole, und das Alte Testament ist voller Symbole. Ja, das Neue Testament ist voller Symbole, die wir ja Gleichnisse nennen. Und die Leute, die nehmen das wirklich buchstäblich. Und die Bibel kann man nicht immer buchstäblich nehmen. Viele ist buchstäblich. Ja? Wenn die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, das ist buchstäblich. Wenn die Bibel sagt, wir leben in der Finsternis, ist das nicht buchstäblich oft, sondern einfach, dass wir in Sünde leben. Vieles in der Bibel ist nicht buchstäblich, sondern bildlich. Bildlich. Der Mann der Sünde ist nicht ein Mann. Der Mann der Sünde ist ein ganzes System, Leute. Manchmal redet die Bibel von einem König, und der König steht aber für viele Könige, für ein Königreich. Ja? Zum Beispiel redet die Bibel von einem Tier in Offenbarung 13. Und dieses Tier ist nicht ein Antichrist, ein Mann, nur einer, der am Ende kommt, ein Mann, der zum Ende kommt, also ein Herrscher. Sondern dieses Tier ist ein System. Nicht nur ein Königreich, sondern mehr noch wie ein Königreich, ein Weltreich. Und die Bibel benutzt oft Worte, symbolische Worte, damit wir eben die Ungläubigen nicht unbedingt die Wahrheit sehen. Vielleicht auch Satan. Vielleicht auch Satan, Leute. Er will nicht, dass Satan alles weiß. Und so hat Gott wirklich schon von Anfang an viele Informationen enthalten. Enthalten. Er hat nur minimale Informationen gegeben. Minimale Informationen. Und die Leute, die wirklich an ihn glaubten, die hatten vielleicht etwas mehr, weil sie vom Heiligen Geist mehr bekommen haben. Weil der Heilige Geist ihnen gesagt hat, viel. Und diese Dinge aber nicht für die normalen Leute sind. Die Bibel, besonders im Alten Testament, auch im Neuen Testament, ja, redet in Verschlüsselungen. Verschlüsselungen. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann verstehen wir diese Verschlüsselungen nicht. Dann tun wir diese Verschlüsselungen falsch auslegen, weil wir haben nichts anderes. Aha, Mann der Sünde. Was sollen wir jetzt denken, was das ist? Mann der Sünde. Ja? Wenn wir nichts wissen von zum Beispiel Daniel, zum Beispiel dem kleinen Horn, eigentlich, das kleine Horn sagt uns eigentlich nicht viel über Mann der Sünde, sondern mehr Daniel 11. Da lernen wir mehr über diesen Mann der Sünde. Da können wir dann sagen, ja, das ist ganz bestimmt dieser Mann. Und zwar Daniel 11, 31. Da können wir dann mehr sehen, aha, das ist vielleicht der Mann der Sünde, von dem Paulus geredet hat. Dann vergleichen wir eben diese Beschreibungen. Und dann kommen wir erst dazu, zu wissen, aha, das kann dieser Mann sein, und wer könnte das heute sein? Ja? Und wiederum, Mann der Sünde ist ja nur wiederum symbolisch für ein ganzes System. Das heißt, mehrere Männer der Sünden, mehrere Männer die einem System angehören, ja, und die Menschheit verführt hat.
Und das müssen wir alles verstehen. Das ist kompliziert, Leute. Das ist wirklich kompliziert und das muss man studieren. Und das Wichtigste, Leute, ist, dass ich den Heiligen Geist brauche. Und natürlich denken die Leute, sie haben den Heiligen Geist. Ja? Ja. Den Heiligen Geist bekomme ich erst, wenn ich mit Jesus Christus wirklich verbunden bin. Wenn ich mit Gott verbunden bin. Wenn ich Jesus nachfolge. Das heißt, ich fange an, in kleinen Schritten ihm nachzufolgen. Und wenn ich in kleinen Schritten folge, dann gibt er mir auch ganz kleine Informationen. Dann öffnet er mir die Augen ganz wenig und sehe ganz wenig. Und wenn ich das annehmen kann, dann gibt mir etwas mehr. So fängt es an, wie ein kleines Kind. Paulus hat es so beschrieben, dass ein kleines Kind ja erst flüssige Nahrung zu sich nimmt, Milch. Ja, und liest es mal nach, ihr könnt es eingeben. Paulus hat davon geredet, dass junge Christen Milch trinken. Ja? Milch ist etwas Flüssiges. Und Gott gibt uns auch diese dünne Nahrung am Anfang. Und wenn ich diese Nahrung vertragen kann und wenn ich diese Nahrung akzeptieren kann und dieser Nahrung folgen kann, dann gibt er mir dickere Nahrung, genau wie ein Kind. Wenn ich aber diese Milch schon rausspucke, weil das mein Körper nicht ertragen kann, oder den Brei rausspuckt, weil ich halt immer noch Milch vertrage, nur Milch vertragen kann, dann kann er mir keine dicken Brocken geben, wie zum Beispiel ein Stück Fleisch oder ein Stück Brocken Kartoffeln, dass ich dann wirklich beißen muss, Leute. Ja, beißen muss. Und das Beißen, ich muss das beißen, das sind schwere Brocken, die ich untersuchen muss und die viele nicht verstehen. Und die dann einfach zu jemand anders laufen und die fragen und sagen, ja komm, sag mir mal oder beiß das mal für mich. Ja? Nein, wir müssen selber beißen lernen. Wenn wir es nicht können, müssen wir diese Brocken wegnehmen und warten, bis wir so weit sind, dass wir diese Brocken beißen können. Ich werde mal anhalten und gucken, wo der Vers ist. Ich habe es gefunden, und zwar habe ich eingegeben, Paulus Milch und Fleisch. Da kam es. 1. Korinther 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Ja? Ich will also jetzt aber niemand richten, sage ich jetzt. Aber ich lese das vor, was der Paulus geschrieben hat. Und ich denke halt, sehr viele Menschen sind unmündig in Christus. Wie gesagt, ich will jetzt gar niemand richten und bitte ärgert euch jetzt nicht, wenn ich das sage. Aber es ist so. Paulus hat das den Korinthern gesagt. Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Und dann erklärt er, was fleischliche Menschen sind. Als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konnt sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Fleischmenschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener?
durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es dem Herrn jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ja? Er fängt also hier an, hallo, das ist genau das, was bei euch los ist. Gott gibt uns ja oft Dinge, die wir nicht essen können, verdauen können. Brocken hat hier Paulus dies genannt. Seid noch unmündig, sagt Christus. Also unmündig in Christus. Und das haben wir viel. Ja? Nur weil wir gesagt haben, wir nehmen Jesus als unseren Retter an. Oder auch wenn wir gesagt haben, ah, wir nehmen Jesus und folgen ihm an. Folgen ihm. Ja, ich bin wiedergeboren. Sind ja alles diese Dinge, ja, ich bin ja wieder geboren, ja, ich muss es ja wissen, ja, aber und trotzdem laufen wir dann anderen Leuten nach und glauben, was die uns sagen. Anstatt, dass wir selber anfangen, ja, zuerst vielleicht Milch zu essen, dann ein Brei, dickere Nahrung, und Gott sieht dann schon, was wir mit dieser Nahrung anfangen. Ob wir überhaupt fähig sind, diese Nahrung anzunehmen. Ja? Oder ob wir unfähig sind, was zu verstehen. Und ich hoffe, dass ihr mich versteht. Es hat mich jemand gefragt, er sagt, rede darüber, wie, ja, wie man nach, also Jesus nachfolgt. Das ist schon wieder ein Teil von der Nachfolge. Wenn ich Jesus angenommen habe und sage, ja, ich folge ihm nur nach, dann sind wir noch nicht erleuchtet. Dann haben wir noch nicht den ganzen Heiligen Geist, weil Gott uns nur bestimmte Dinge am Anfang anvertrauen kann. Da wird wir einfach Dinge sehen, die wir vielleicht nur als unmündige Christen sehen können. Und wir müssen wachsen. Genau wie Kinder wachsen, müssen wir als Christen wachsen. Und Gott wird uns nur kleine Dinge geben, die wir auch verdauen können. Und nicht große Dinge. Ja? Wir können also deswegen nicht erwarten, dass wir alles verstehen. Weil wir können nicht alles verstehen. Aber wenn wir Dinge wegschmeißen, die uns Gott zeigt, dann brauchen wir nicht erwarten, dass Gott uns größere Dinge zeigt. Ja? Wir müssen die Bibel lesen, wir müssen sie nur im Geiste lesen. Wir können nicht Auslegung machen, nur weil wir jetzt das nicht verstehen. Viele haben mir gesagt, ja, lese die Entstehungsgeschichte, also Genesis 1. Ja, ich habe das gelesen und ich gebe zu, dass einige Dinge, die ich nicht verstehe. Warum? Weil sie so weit weg sind von uns, von mir weg sind, ja, dass ich sie nicht verstehe. Weil ich nicht dort war. Ich verstehe es nicht. Ein Vers, der vielleicht darauf hindeutet, was Gott in 1000 Jahren gemacht hat, ist schwer zu verstehen. Aber der Sinn davon ist ja eigentlich, dass wir ihn annehmen als Schöpfer und sonst gar nichts. Und ich kann mir nicht Dinge bei den Haaren herbeiziehen. Ich muss Dinge zusammensuchen in der Bibel. Mein Kanal ist ja besonders über Endzeit. Und ich habe ja so viele Videos schon gemacht, wie die Leute verführt sind heutzutage. Warum? Weil sie den falschen Lehrern nachlaufen. Warum? Weil sie Lehrer nachfolgen. Schlussende da unten. Ja? Sie denken, sie müssen Kommentare lesen. Ja? Weil sie denken, andere wissen Geheimnisse, die eigentlich nur für mündige Christen gedacht sind. Die Bibel ist ja geschrieben in Bilder und in Verschlüsselungen und ja,
in Gleichnissen. Und Gott vertraut die Wahrheit nur denen an, die auch mündig sind, nicht den Unmündigen. Und hier lesen wir in 1. Korinther 3, Paulus hat gesagt, ihr seid unmündig in Christus. Ich habe euch noch nicht mal Brocken geben können, also fleischliche Nahrung, feste Nahrung, weil ihr es nicht vertragen können. Ich habe euch Milch gegeben. Ja, wenn ihr eifersüchtig seid, streitsüchtig seid, wie könnt ihr dann diese Dinge wissen? Ja, diese Dinge wissen. Der Heilige Geist gibt uns jeden nach seinem, wie er jedem vertrauen kann. Ja, wie er jedem vertrauen kann. Und wir sind dann Verwalter von dieser Wahrheit, die Gott uns gibt, der Heilige Geist uns gibt. Verwalter. Und wenn wir keine guten Verwalter sind, gibt uns Gott nicht mehr. Wenn wir damit die anderen über den Kopf schlagen, mit dieser, ja, wenn wir wirklich die Wahrheit haben, dann wird uns Gott die Wahrheit nicht mehr geben. Ja? Das wird nicht sein. Und wir haben ja heute sehr viele unmündige Christen, fleischliche Christen, die nicht im Geist leben. Haben wir sehr viele. Und unmündig, weil sie auch falschen Lehrern nachlaufen, falschen Pastoren, weil sie nur immer sensationalistisch denken. Ja, was jetzt gerade wunderbar ist, dem folgen wir nach. Aber Gott gibt uns die Wahrheit durch den Heiligen Geist. Und nur dadurch, dass wir ihm wirklich nachfolgen in den kleinen Dingen. Und manchmal, ja, verstehen die Leute das nicht, was die Bibel sagt. Und dann nehmen sie halt an. Ja, sie nehmen an. Sie laufen nicht nur falschen Lehrern nach, sondern dann nehmen sie auch noch an. Ja? Ja, das heißt das und das heißt das. Aber die Bibel sagt uns immer, was es heißt. Ja? Wenn wir danach forschen, wenn wir wirklich zur Wahrheit, die Wahrheit finden wollen, dann zeigt uns Gott die Wahrheit. Wir müssen manchmal lange warten. Weil wir müssen ja wachsen, als Kinder wachsen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, lies Genesis. Ich habe nichts gefunden in Genesis, wo es eindeutig sagt, die Erde ist flach. Habe nichts gefunden. Nirgends, niemand hat mir etwas schicken können, ja, oder irgendwas geschickt, dass die Erde flach ist. Nirgends. Ist genau das gleiche Problem mit dem Antichrist. Ja, allergleiche Problem. Zeig mir, wo in der Welt ist der Antichrist ein Mann, der am Ende regiert. Zeig mir das. Oder zeig mir, wo steht in der Bibel, dass die Trübsalzeit 7 Jahre ist. Kann mir niemand zeigen, weil es nicht dort steht, weil es die Leute annehmen. Ja, weil es die Leute annehmen. Und was ist der Name von meinem Kanal? Wacht auf, ihr werdet verführt. Hallo Leute, ihr werdet verführt. Warum? Weil er nicht selber eure Nachforschungen macht. Deswegen. Und nachforschen heißt aber auch manchmal, genau wenn ich zum Beispiel eben nachforschen, kann aber auch sein, dass wir wissenschaftlich nachforschen. Weil Wissenschaft ist wichtig. Wissenschaft ist, wenn ich einfach Dinge beobachte und Informationen sammle, Fakten sammle. Ja, es braucht nicht unbedingt in der Bibel sein, wenn ich Fakten sammle. Aber ich muss die Fakten sammeln. Was sind die Fakten?
Und ich muss diese Fakten vergleichen. Mehrere Leute müssen mir Fakten geben. Die muss ich vergleichen. Und Leute, ich nehme nichts an, ja, das gerade bei den Haaren herbeigezogen ist. Mein Gehirn ist viel zu wissenschaftlich angelegt. Und Wissenschaft ist was Gutes. Es gibt natürlich immer Leute, die es ausnutzen. Das haben wir heute wieder gesehen. Ja, wie heute die Wissenschaft ausgenutzt wurde und falsch angewandt wurde. Wissenschaft wurde benutzt, um den Menschen über den Kopf zu schlagen, um ihnen die Freiheit wegzunehmen. Ja, nein, die Wissenschaft kann das nicht machen. Sie ist ein, wie nennt man das? Nur wie heißt man die Dinger? Da habe ich es, ein Werkzeug. Sie ist ein Werkzeug. Werkzeug für uns, damit wir die Kreatur von Gott erfahren können. Das ist es. Und alles andere ist falsch. Da geht die Wissenschaft in die falsche Richtung. Gottes Natur kennenzulernen, das ist Wissenschaft. Niemand kann gezwungen werden und man kann damit nicht die Menschen ja zwingen zu etwas. Aber Leute, ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Ja, liest es nochmal, 1. Korinther 3. Wir müssen im Herrn wachsen. Und nur weil ich Jesus Christus sage, ja, ich folge ihm nach, oder gesagt habe, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben, heißt noch lange nicht, dass ich den Heiligen Geist habe. Hier, die Korinther, die waren neu im Glauben. Es gibt auch Leute, die schon lange denken, sie sind im Glauben und trotzdem immer noch nicht dem Heiligen Geist folgen. Warum? Weil sie halt noch nicht gewachsen sind, weil sie noch unmündig sind. Komme zum Ende, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten, weil das ist das Wichtigste. Nicht, was die anderen sagen, nicht, was die Lehrer sagen, nicht, was die und die, nein, selber, selber, selber.